Falls ihr zum Team of the Year noch richtig günstige FIFA-Coins braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJA aus. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und ihr würdet natürlich mich mit dem Kauf über meine Links in der Beschreibung unterstützen. Euch kostet das Ganze natürlich keinen Cent mehr, ihr seid die Besten. Danke! Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern. Und heute machen wir wahrscheinlich den wichtigsten Transfer der ganzen Karriere eigentlich klar, denn Kingsley Coman hat seinen Vertrag akzeptiert für 60 Millionen, richtiges Schnäppchen. Wir können ihn annehmen und dann ist er auf jeden Fall bei uns im Verein. Das ist eigentlich ganz ehrlich, ich finde, Kingsley Coman ist der wichtigste Transfer, den es überhaupt gibt. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist Coman gut? Ist der Deal gut gewesen? Schreibt einfach bei Hashtag Coman in die Kommentare, wenn ihr Coman feiert. Der Typ ist einfach heftig, ich sag's euch. Deswegen werden wir den Kollegen bestätigen. Schreibt mir natürlich jetzt gerne wieder unter dieser Episode in die Kommentare, welche Spieler ihr euch noch so wünschen würdet, die wir uns noch holen. Mal schauen, ob Coman bzw. ob die anderen Spieler von der WM zurück sind. Coman ist auch noch weg mit Frankreich. Und die anderen Spieler sind alle auch noch weg. Alter, wann kommen die endlich mal wieder? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Naja, okay, was soll's. Wir machen jetzt erstmal weiter und ja, hier Bayern holt Kingsley Coman für 60 Millionen. Absolutes Schnäppchen, ich schwör's euch, Alter. Das hätte auch echt teurer ausgehen können. Real Madrid hat, wow, jetzt akzeptieren alle auf einmal. Real akzeptiert und Manchester akzeptiert auch Anthony Martial. Das Ding ist, wir haben nur noch 40 Millionen. Das heißt, wir können uns, boah, der will sogar 425.000 Gehalt. Junge, was geht denn mit dem ab? Eigentlich können wir Gareth Bale ja gar nicht annehmen, oder? Warum können wir dem hier ein Angebot machen? Wir haben doch eigentlich gar keine 100 Millionen mehr. What the fuck, Alter? Aber wir können dem hier anscheinend ein Angebot machen. Nee, haben wir nicht. Okay. Okay, wir müssen anscheinend nur noch Gehalt zuweisen. Dann können wir Kingsley Coman ernsthaft kaufen. Aber das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ganz ehrlich, eigentlich kann es nicht sein, weil unsere Finanzen sehen jetzt nicht so baba aus, würde ich sagen. Wir schauen mal kurz, wie viel Cash haben wir. Ihr seht es, wir haben ja nur noch 40 Millionen. Eigentlich dürfte das ja nicht klappen jetzt mit Kingsley Coman, aber wir schauen mal. Mit Gareth Bale meine ich natürlich. Egal, wir machen ihm jetzt einfach mal Angebot. 430.000, 3 Jahre, wichtig für erste Mannschaft. Wir können das Angebot abgeben. Okay, vielleicht können wir es dann hinterher nicht akzeptieren, weil wir zu wenig Geld haben. Wir werden auf jeden Fall Anthony Martial auch mal ein Angebot raushauen. 200.000 nimmt auf jeden Fall nicht so viel Geld wie Bale und ist natürlich ein besserer Spieler für die Zukunft. Deswegen schreibt jetzt gerne einfach mal in die Kommentare Hashtag Bale oder Hashtag Martial, welchen Spieler wir von beiden hier verpflichten sollen. Ich würde schon, am besten wäre es natürlich beide. Ganz ehrlich, Bale ist natürlich geil, Alter. Bale im Team zu haben, wäre einfach abnormal krass. Aber das könnte schon ziemlich schwer werden, beide zu verpflichten, deswegen. Und dann, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Martial nehmen. Oder was meint ihr? Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Was meint ihr? Wen sollen wir uns holen? So, weiter geht es. Die Transferphase geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Lazio Rom hat auf jeden Fall noch einen Neuzugang geholt. Bale hätte angenommen. RB Leipzig und Anthony Martial hätte auch angenommen. Okay, jetzt schauen wir mal. Okay, wenn wir Bale annehmen, sind wir 60 Millionen im Minus. Können wir das jetzt machen? Ja, okay, wir können es nicht machen. Okay, das war schon klar. Wenn wir Martial annehmen, sind wir auch 13 Millionen im Minus. Können wir das machen? Können wir auch nicht machen. Okay, das heißt, wir müssten jetzt ein bisschen Gehalt zuweisen und dann könnten wir uns Bale, denke ich mal, nicht holen, weil Bale einfach fucking zu teuer ist. Aber dann holen wir uns Bale sonst nächste Saison. Dann ist er 30 Jahre. Holen wir den noch für 4 Jahre oder so. Und dann wird der, denke ich mal, locker für 70 bis 80 Millionen zu uns kommen. Weil ihr wisst es, wenn die Spieler 30 werden, dann werden die immer viel, viel billiger. Und Martial ist jetzt ein echtes Schnäppchen. Das muss man ja wirklich sagen. Einfach ein richtig guter Deal, den wir da jetzt machen mit Martial. Deswegen sollten wir den auf jeden Fall nutzen und den Deal machen. Okay, also da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Coman kommt. Konkurrenz für Marco Reus. Könnte sein, Digga. Ich glaube schon, das ist auf jeden Fall Konkurrenz für Marco Reus. Aber schauen wir mal, Alter. Vor allem die Konkurrenz bei uns im Team ist eh so hoch wie nirgendwo anders, Alter. Wir haben so viele offensive Spieler. Da muss sich eh jeder seinen Platz erkämpfen. Aber ihr wisst es, Marco Reus, der verletzt sich eh ziemlich oft. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, da noch andere Spieler zu haben. Dann schauen wir mal. Okay, wir müssen weiter mal. Leute, wisst es, falls ihr noch Bock habt auf den blauen Nice Pullover, gibt es immer im Shop. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Ihr wisst es, Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Gibt es auch noch viele weitere Sachen. Letztens sind ja noch 3 neue Pullover online gekommen. Deswegen, Link ist oben in der Beschreibung. Checkt gerne mal aus. Und es ist ein neuer Spieler. What the fuck, wo kommt der denn auf einmal her? Hä? 62er Rating? 600.000 Marktwert. Wo kommt der her? Aus dem Nichts. Okay, nehmen wir direkt mit. Hä, what the fuck, wo kam der denn jetzt her? Ich hab doch nicht mal
ein Dings spielen. Ich habe doch nicht mal irgendwie einen Scout, der die irgendwie gerade scoutet. Scheiß drauf, Alter. Vera kommt mit ins Team. Ich hoffe, der nimmt seinen Vertrag an. Ach doch, hier, Scout ist zurückgekehrt. Ach so, das war dieser eine Typ. Das kann man ja einmal pro Karriere machen. Dann wird ein kommender Star gescoutet. Und dann bringt der Kollege einfach einen richtigen Starspieler mit. Und das war der jetzt anscheinend. Nicht schlecht. Okay, für Klostermann wollen die immer noch 12 Millionen. Digga, das gibt es so nicht. Ey, wir können anscheinend jetzt gleich die Klostermann nicht holen, oder was? Schauen wir mal. Klostermann will ich eigentlich unbedingt haben. Wenn nicht, holen wir den nächste Saison. Aber wir müssen jetzt einfach noch einen Spieler verleihen. Damit wir endlich mal den Deal mit Puzzler. Boah, jetzt will auch noch, genau jetzt, will Donnarumma noch noch mehr Geld haben. Das gibt es doch nicht. Und der hat seinen Vertrag akzeptiert. Das ist schon mal gut. Und Donnarumma will mehr Gehalt. Junge, ich muss erstmal warten, dass wir jetzt Martial verpflichten können. So, nächste Trainingseinheit. Schauen wir doch mal. Müsste auf jeden Fall hier wieder ein freshes Training werden. Renato Sanchez, Donnarumma. Okay, das ist fresh. Okay, hat jetzt nichts wirklich gebracht, diese Trainingseinheit. Aber was soll's. Malaga gewinnt Rennen um Ederson. Junge, das Ding ist, wir müssen jetzt echt noch einen Spieler verkaufen. Weil sonst haben wir echt kein Gehalt mehr. Oh Mann, Alter. Martial hat sein Angebot zurückgezogen. Jetzt müssen wir dem nochmal ein neues Angebot machen. Hauen wir direkt mal 5 Jahre raus. Ey, das gibt es doch nicht. Ihr wisst es ja, so nach 1 bis 2 Wochen, wenn man den Spielern oder wenn man sich nicht meldet, ziehen die Angebot einfach zurück. Na egal, kann man nichts machen. Ich hoffe mal oder ich denke mal, er wird direkt wieder akzeptieren. Okay, und jetzt haben wir auch genug Geld, ihn zu... What the fuck, ist das dein Ernst? 101, ey. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ey, check das nicht. Angebot ablehnen, wir haben 49 Millionen. Ah, der kostet 50. Ich dachte die ganze Zeit, wir hätten den für 40 Millionen gekauft. Scheiße, Digga, wir brauchen noch 100.000. Wo kriegen wir die jetzt her? Das ist die Frage. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir noch ein paar Trikots verkauft haben oder so. Die wisst ja, die Einnahmen kriegt man ja auch dazu geschrieben und da müssen wir jetzt einfach dann nochmal abwarten. So, wir machen jetzt erstmal hier nochmal die Trainingseinheit. Alter, lass mich doch die Trainingseinheit machen. Richtig kurios hier schon wieder alles. Aber, what the fuck, wie lange das dauert, bis es stoppt? Richtig komisch. So, nächste Trainingseinheit. Renato Sanchez passt auf 85. Wird mal langsam Zeit, dass der Kollege auf 85 kommt. Boah, das war ein heftiges Training. Guck mal, Donnarumma. Junge, schon wieder fast auf 84. Also der Typ, wie der trainiert, ist einfach nur krass, ey. So, weiter geht es. Ey, wir sind hier gleich schon fertig mit den Transfers, ganz ehrlich. Weil so viel stand, muss ich ehrlich sagen, diesmal nicht an. Wir haben sonst echt eigentlich in den Sommertransfers immer viel, viel mehr gemacht. Aber diesmal ging's, weil wir relativ teure Transfers hatten. Martial, dann natürlich noch Kingsley Coman. Da war schon viel von dem Geld weg, das wir hatten. Digga, ich warte immer noch, dass hier noch ein bisschen Geld reinkommt, damit wir gleich das Budget wieder neu zuweisen können für Martial. Junge, das gibt es doch nicht. Was ist denn hier los? Ich schwör's euch, die Transferphase ist hier gleich um. Chelsea verhandelt mit Lyon über Wechsel von Lacazette. Und ja, Gianluigi Donnarumma, mein Gehalt. Digga, chill mal, du kriegst gleich noch deine Gehaltserhöhung. Bleib mal ruhig. Wir müssen jetzt erstmal den Martial-Deal fertig machen. Dann können wir bei Donnarumma schauen, Junge. Donnarumma, der Typ braucht 3, 4 Trainingseinheiten. Dann hat er sich wieder um 1 Punkt verbessert. Jetzt schon auf 84. Einfach nur zu krank, ich sag's euch. Ich will schauen, dass wir den diese Saison auf 90 oder so bekommen. Und weil ich mich nicht drum gekümmert habe, haben die den Typen jetzt auf die Transferliste gesetzt. Chill mal, okay, sie können das nur, sie können das wieder nur beseitigen, wenn wir dem Spieler ein neues Angebot geben. Junge, da wartet man mal 2, 3 Wochen und schon heulen die direkt rum, Alter. Wo ist denn hier der Kollege? Donnarumma, Alter, da unten ist er. Und da werden wir dem mal ein neues Angebot machen, 35.000, das ist in Ordnung. Aber dafür machen wir direkt 2 Jahre, ganz ehrlich. Und hier 5% Gegentorprämie, ich hoffe mal, der Kollege nimmt das an, aber sollte er, ja, ganz ehrlich. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt 61 Millionen. The fuck, frag mich nicht warum, aber wir haben auf einmal 61 Millionen. Hä? Wo kommen die 61 Millionen jetzt her? Sagt jetzt nicht, die haben Donnarumma verkauft, Alter. Das wäre richtig broke. Wo kommen jetzt auf einmal die 61 Millionen her? Das kann doch gar nicht sein. Egal, wir machen hier nochmal 10 Millionen jetzt für Klostermann und dann machen wir jetzt mal endlich hier den Deal mit Martial fertig, Digga. Ich warte jetzt hier seit 5 Minuten oder so, bis wir endlich genug Budget haben. Jetzt müssen wir wieder ein neues Angebot machen, weil das Angebot wieder abgelaufen ist, oder was? Alter, das zieht sich ja hier richtig. Da ist ja Martial. Okay, neues Angebot, aber jetzt sollte alles klappen. Denn jetzt haben wir genug Geld. Jetzt haben wir genug Budget. Wir haben genug Gehaltsbudget und genügend Geld. Von daher sollte das Ganze jetzt passen. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe jetzt nicht, dass der Vorstand Donnarumma verkauft hat. Aber kann eigentlich nicht sein, ganz ehrlich. Angebot akzeptiert, akzeptiert. Okay, perfekt. RB Leipzig hat auch akzeptiert. Klostermann, aber da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal kommt Anthony Martial jetzt in unser Team. 11 Millionen haben wir sogar noch. Ich frage mich gerade, wo diese 10 Millionen herkommen.
Keine Ahnung, auf einmal sind 10 Millionen neu auf dem Konto. So kann's laufen. So, Klostermann, das heißt, passt sogar perfekt. Dann haben wir noch das Geld hier für Klostermann, es sei denn... ja, okay, diesmal kann man automatisch. Warum geht das ab und zu automatisch und manchmal nicht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber egal. So, das heißt, dann haben wir im Endeffekt doch noch beide Spieler, die ich haben wollte, bekommen. Anthony Martial, einfach geil, Alter, für 50 Millionen. Ich denke mal, in 2-3 Jahren, oh, Donnarumma hat noch ein Transferangebot bekommen. Lehnen wir aber ab, Alter. Das Ding ist, ich hoffe mal, Donnarumma nimmt das Vertragsangebot an und verlängert hier den Vertrag mit uns. Alter, auf einmal kommen richtig viele Angebote. Der Verein setzt ihn auf die Transferliste und schon kommen hier richtig viele Angebote für Donnarumma. Der hat abgelehnt. Okay, will eine Rolle im Verein haben. Chill mal. Okay, dann machen wir wichtiger Stammspieler. Ich glaube, die Rolle war ein bisschen zu hoch. Das konnte er, glaube ich, selber nicht glauben, dass wir ihm wichtig für erste Mannschaft gegeben haben. Ey, ich nehme jetzt erstmal Donnarumma hier von der Transferliste runter. Nicht, dass da noch gleich einer auf die Idee kommt, den Typen zu verkaufen. Wo ist er? Donnarumma. Hier oben muss er doch dann sein. Da. Donnarumma, laufende Verhandlungen. Nein, Digga, what the fuck, Transferangebote anderer untersagen, so machen wir das Ganze. Okay, weiter geht es, wir sind schon am Deadline-Day, Junge. Wir haben einfach die ganze Sommertransferpause jetzt in dieser Folge fertig gemacht, aber wir hatten auch nicht wirklich viele Transfers, die wir gemacht haben, hatte ich euch schon gesagt. Kingsley Coman war der eine, Vertragsverlängerung, bam, Donnarumma verlängert, das ist gut, Alter, Gott sei Dank, weil den Typen müssen wir halten. Aubameyang, what the fuck, Aubameyang ist gewechselt für 55 Millionen. Zu Manchester United. Und Martial kam natürlich zu uns. Das ist heftig, Digga. Hätte ich nicht gedacht, dass Aubameyang weggeht. Oh, Alter. Bayer Leverkusen hat sich Mitchell Weiser gekauft. Und Transferangebot abgelehnt. Hey, what the fuck? Was sagt er denn immer für eine Scheiße hier? Der will, der kann es nicht wahrhaben, dass wir ihm die Rolle wirklich anbieten. Hey, what the fuck? Da machen wir halt Rotationsspieler, wenn er das... Junge, jetzt geht das wieder nicht mit dem Budget. Wie mich das abfuckt. So, dann gucken wir mal, was die anderen Vereine hier noch so für Neuzugänge geholt haben. Everton gewinnt Rennen um Kevin Wimmer. Okay, Angebot akzeptiert. Hä? Guck mal, ich habe dem gerade 37.000 angebotenes Gehalt gegeben. Der wollte 45. Ich habe ihm 37.000 gegeben, hat er angenommen. So muss das Ganze laufen. Ist nicht hinterm Geld her. Will hier direkt auf jeden Fall zu Bayern. Ist aber auch richtig so, denn... Bei Bayern hat er natürlich bessere Perspektiven für die Zukunft. Barcelona hofft, Higuain zu verpflichten. Alter, ey, Barcelona will ja auf einmal jeden Stürmer haben. Erst wollten die Dybala von uns, dann Lewandowski, jetzt Higuain. Ey, die haben doch Suarez, Digga. Anscheinend haben die irgendwie ein Problem, oder? Die haben Suarez abgegeben, ich weiß es nicht. 145 Millionen wurden schon ausgegeben bei dieser Transferphase bislang. Und ein Angebot kommt momentan nicht mehr rein. Mangala geht für 25 Millionen knapp zu Real Madrid, das ist natürlich nicht schlecht, muss man sagen. Und Anthony Lopez geht zu Lille. Keine Ahnung, ich glaube, Anthony Lopez ist, glaube ich, der Torhüter. 366.000, Digga, wir sind fast auf 410 Millionen. Okay, das ist heftig, aber ich war schon mal auf ein bisschen mehr. Real Madrid hofft, De Vrij zu verpflichten, das geht bei Real. Die wollen auf einmal richtig viele Spieler holen. Und letzte Frist ist abgelaufen. 410 Millionen wurden insgesamt anscheinend jetzt ausgegeben. Nationaltrainer-Offerte. Bulgarien. Ist das dein Ernst? Ich will wieder Deutschland bekommen. Aber das dauert noch ein bisschen, weil unser jetziges Trainer-Ansehen ist erst bei 76. Das heißt, wir müssen natürlich noch ein bisschen höher steigen, damit Deutschland kommt. Hier, ein gefragter Mann. Aber ihr seht es, so langsam kommen die Angebote und Deutschland wird bestimmt auch bald wieder kommen. Kingsley Coman, 96 Tempo. Klostermann, wie viel hat der? 99. Klostermann hat von 99 Tempo. Ey, der Typ ist heftig, ich sag's euch. Na okay, das war's dann von dieser heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Episode geht's dann weiter. Nehmt einfach ein 95er Rating. Zu krank, Leute. Okay, das war's dann. Wie gesagt, heute gab's mal nur Transfers. Morgen geht's dann weiter mit den nächsten Spielen. Beziehungsweise auch dem ersten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder am Start. Würde mich natürlich freuen. Ihr wisst es, falls ihr jetzt noch Bock habt, auf diesen blauen Nice Hoodie. Gibt es in Rot, in Grün und noch viele weitere Sachen. Autogrammkarte gibt es auch noch gratis zu diesem Pullover dazu. Falls ihr noch Bock habt, checkt gerne meinen Shop aus. Link ist oben in der Beschreibung. Würde ich mich natürlich darüber freuen. Danke an jeden Einzelnen, der mich da beim Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten und falls ihr noch Coins braucht, könnt ihr auch gerne meine Sponsoren IGFold und MMOJ auschecken. Links sind auch unten in der Videobeschreibung. Ihr würdet mich natürlich unterstützen. Rabattcode ist auch noch in der Beschreibung. Kostet euch natürlich keinen Cent mehr, wenn ihr über meine Links kauft. Danke an jeden Einzelnen. Macht's gut. Bis morgen, haut rein und ciao.